Jörg Schönenborn in unserem ARD-Wahlstudio. Wieso haben denn so viele Wähler sich für Trump entschieden? Die meisten von ihnen haben sich vor allem ganz bewusst gegen die jetzige Regierung entschieden. Natürlich haben sie Trump gewählt, aber ganz wichtig für ihr Urteil war das, was die Administration in den letzten 4 Jahren geleistet hat. Wir haben mal die Präsidenten der letzten Jahrzehnte aufgeführt und jeweils die Bewertung zum Ende ihrer Amtszeit. Joe Biden hat mit 39% auf lange Sicht einen der beiden schlechtesten Werte. Und George Bush Senior und er, Joe Biden, sind die beiden, die nach einer ersten Amtszeit abgewählt worden sind. Donald Trump selbst ist selbst bei republikanisch geneigten Wählern keineswegs unumstritten. Ich habe eine positive Meinung von Kamala Harris, sagen 44%, aber nur 42% bewerten Trump positiv. Daran sieht man, die Persönlichkeiten, die Kandidatin, der Kandidat, das war nur ein Faktor für die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler. In den Nachwahlbefragungen ist auch nachgehakt worden. Was war denn ausschlaggebend dafür, wo Sie Ihr Kreuz gemacht haben? Und tatsächlich sagen 75% der Befragten gestern am Wahltag, die Positionen der Kandidaten zu den wichtigen Themen, das war für mich entscheidend. Und nur 13% sagen, die Persönlichkeit der Kandidatin oder des Kandidaten, das ist dasjenige, was mich am Ende zu meiner Entscheidung gebracht hat. Also den meisten waren die Themen wichtig. Welche Themen sind das denn, die den Wählerinnen und Wählern wichtig sind in den USA? Da sehen wir, dass beide Wahlkämpfe, auch der von Kamala Harris, durchaus Resonanz gefunden haben, funktioniert haben. Es waren nämlich sehr unterschiedliche Themen, die die beiden angesprochen haben. Der Wahlsieger Donald Trump hat sich vor allem aufgehängt an der Frage, geht's euch besser oder schlechter als vor 4 Jahren? Was ist eigentlich mit der Wirtschaft? Und wenn wir uns da das anschauen, dann sehen wir, dass unter den Trump-Wählern für mehr als die Hälfte dies, nämlich das Thema Wirtschaft, das entscheidende Thema für die Entscheidung war. Das Thema Einwanderung, das Trump vor allem in den südlichen Bundesstaaten gesetzt hat, ist das zweite aus Sicht der republikanischen Wähler. Das Thema Zustand der Demokratie war das große Thema bei allen Kundgebungen von Kamala Harris. Das haben ihre Anhängerinnen, ihre Anhänger durchaus verstanden. Es ist das Wichtigste für diejenigen, die sich für die Demokraten entschieden haben. Aber in der Abwägung hat es eben weniger Zugkraft entwickelt, ist eben das Thema Wirtschaft, das Donald Trump gesetzt hat, eindeutig das Stärkere. Das führt vor allem in einer Region des nordamerikanischen Kontinents zu einer interessanten Verschiebung der Dinge. Wir haben die ganze Wahlkampfzeit über gesehen, dass diese drei Staaten hier oben, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, die als so etwas wie die blaue Wand der Demokraten galten, wahlentscheidend sein würden. Ich will einmal zeigen mit einem kurzen Abtauchen in die Geschichte, warum das so wichtig ist, weil eigentlich von den 90er Jahren an die Demokraten diese drei Staaten hier immer geholt haben. Das sind sie. Selbst bei Wahlniederlagen Anfang der 2000er bleiben diese Staaten blau. Und Donald Trump ist 2016 der erste und einzige, der sie holt für die Republikaner und das jetzt eben auch tut, vor allem bei Menschen der weißen Bevölkerungsgruppe, mittleres Einkommen, mittleres Alter und große Sorge um die wirtschaftliche Zukunft. Donald Trump scheint ja alle 7 Swing States zu gewinnen. Hat sich da die politische Landkarte der USA verändert? Ja, das hat er durchaus geschafft. Ich habe das ja gerade schon anhand dieser Bundesstaaten gezeigt. Also einmal ist er eben in Pennsylvania und im Mittleren Westen deutlich nach vorne gekommen. Aber auch sonst gibt es interessante Entwicklungen, wenn man sich die Ergebnisse, ich gehe mal wieder in das Aktuelle hier an den Küsten im Westen und Osten anguckt. Das sind ja die demokratischen Hochburgen, Kalifornien, New York, New Jersey. Diese Staaten bleiben demokratisch, aber mit deutlich schlechteren Ergebnissen. Das heißt, in die Hochburgen der Demokraten ist Donald Trump eingedrungen. Und wir sehen hier im Süden, in Texas zum Beispiel, wo die Demokraten vor 4, vor 8 Jahren Hoffnung hatten, in den großen Städten Houston, Dallas, Austin Mehrheiten zu gewinnen, Texas irgendwann zu drehen, dass er dort eben mit dem Thema Einwanderung den Süden fest in den Griff bekommen hat. Insofern ja, die politische Landkarte hat sich verändert. Vielen Dank, Jörg Schönenborn nach Köln.